fragen sich, sagen Sie mir. Hallo zur Aufzeichnung. Ja, Demonstrationen sind reine Zeitverschwendung, denn die meisten, die an Demonstrationen teilnehmen, sind hasskranke Menschen, die genau genommen gebeutelt sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspaten, die den Leuten eingeredet haben, so etwas wie fähige Eliten, kompetente Arbeitsplätzeschaffer braucht man nicht, das kann jeder. Jeder kann alles, alle können alles und wir brauchen die nicht und die gibt's auch gar nicht. Die Leute sind ja alle gleichfähig und dürften auch nicht mehr Geld verdienen und so weiter. Ja, also alles solche. Und diese von den Sozialsparten aufgehetzten und in die Irre geleiteten, hasserfüllten Leute, die voll Hass und Neid und Missgunst auf alle Erfolgreichen, auf alle Eliten, auf alle Fähigen blicken und da ihren Hass rausschreien, jetzt dann am 27.8. oder was mit Fridays for Future wird der Hass rausgeschrien, enteignet die Energiefirmen, auf das wir möglichst schnell Bitterfeld bekommen, wo die Leute in den Rauchschwaden fast erstickt sind, weil nämlich eine enteignete Wirtschaftsform und eine enteignete Energiewirtschaft nicht mehr so erfolgreich ist, dass sie sich die modernsten Luftfilter leisten kann, sondern sie vergiftet dann die Bevölkerung, ja. Und von daher, also sogar Massen an Demonstranten sind völlig wirkungslos, motivieren oft sogar die Politik noch dazu, noch härter gegen die Demonstranten zu entscheiden. Und denn dieser blinde Hass auf die da oben, das führt uns zu nichts weiter. Sondern wir müssen darüber diskutieren, wo irren sich diese Demonstranten, wenn sie denken, dass sie die Fähigen alle enteignen sollten und die Betriebe in die Hände der Unfähigen legen sollten. Ja? Also quasi Staatsbürokraten sind nicht die fähigeren Verwalter der Energiewirtschaft, sondern die unfähigeren Verwalter der Energiewirtschaft. Entscheidend ist doch, dass wir Nächstenliebe nicht mehr moralisch erhoffen und erwarten, sondern per Wirtschaftssystem erzwingen. Ich will, dass ein Hausarzt gezwungen wird, durch den Bezahlungsschlüssel mir gegenüber Akte der Nächstenliebe zu begehen und mich zu schützen vor Krankwerden und vor Krankheiten und so weiter. Ich will, dass er gezwungen wird, indem er nur doch dann Geld kriegt, je besser es mir geht als Mensch, je besser sich mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit und mein Wohlstand entwickeln, desto mehr Belohnung muss es für den Arzt geben. Und dann praktiziert er mir gegenüber Nächstenliebe nicht, weil er ein selbstloser, sich selbst aufopfernder Samariter ist, sondern weil er gutes Geld verdienen will und das nur noch kann in der GWÖ-GWO-Kombi, in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung-Kombination, nur noch dann verdienen kann, wenn er Akte der Nächstenliebe mir gegenüber begeht. Ja? Ja. Und auf Demonstrationen gehen Massen nur, wenn ihr Hass
auf die vermeintlichen, die da oben, die Bösen da oben, die Reichen oder die Verschwörer. Ja, bei den Linksradikalen, bei den Linksextremisten sind es die bösen Reichen, Milliardäre, Eliten, Fegen und so weiter, die man am liebsten umbringen möchte und dann selber Stalin, Honecker oder Mao werden möchte, ja? Und die anderen, die Rechtsradikalen, da gibt es dann irgendwelche jüdischen Reichen. Eigentlich ist der Unterschied zwischen der Linksextremen nur das Vorwörtchen jüdisch. Bei den Rechten, da schimpft man über irgendwelche jüdischen Reichen und Verschwörer und so weiter, die sich gegen die ganze Welt verschworen haben, angeblich da spielen. Also auch die vorteilbringenden Irrtümer der Anwältesparten, der Rechtsanwältesparten, der Jurasparten eine Rolle. Denn die leben ja davon, dass man Menschen verklagt, weil sie sich angeblich oder vermeintlich verschworen haben gegen die Menschheit oder gegen andere Menschen. Und nein, es ist ganz einfach. Unsere geliebte soziale Marktwirtschaft zwingt alle Wirtschaftstreibenden dazu, uns Schaden zuzufügen, weil es nur so richtig gutes Geld gibt. Und deswegen brauchen wir den Wandel zur GWÖ-GWO-Kombi, weil dann nur noch Akte der Nächstenliebe zu hohen Belohnungen führen. Ja, und die Belohnungen ganz ausfallen zu lassen, bringt uns auch wieder nichts, weil dann die Menschen sich so verhalten wie in der DDR, dass sie einfach kein Interesse mehr haben. Ja? Ja, aber man kann sagen, mit Hass kommen wir nicht weiter. Wir kommen grundsätzlich nicht weiter mit Hass. Also stoppen wir, vergessen wir diese unsinnigen Demonstrationen. So, ich beende die Aufzeichnung.